Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Wir wollten jetzt heute losmarschieren und zwar die Hühner suchen, ne? Jetzt ist Leni doch aufgestanden, das ist ganz gut, dann kann ich sie nämlich da hinsetzen. Und dann bleibst du nämlich auch hier nicht, dass du verloren gehst. Nee, du stehst jetzt doch wieder. Setz dich doch mal daneben. Bist irgendwie ein bisschen widerspenstig, ne? Ja. Okay, so, Hühner. Wir haben jetzt ein Weizenkorn dabei und die Leine. Ich hoffe, das reicht, um die Hühner dann nach Hause zu bringen. Ich habe hier vorne, wir gehen mal eben kurz gucken. Oh, Daylight, das ist so schön, dass Daylight wieder da ist. So, wir laufen mal schnell. Mal eben gucken, welches Huhn denn jetzt hier ist. Ich glaube, Nuggets läuft da irgendwo rum. Bin mir aber nicht sicher. Hier sind jetzt auch die Sachen von den Eisbären, von den Kaninchen und von den Schafen. Ich habe eigentlich alle Gehege jetzt, die Schilder hier erstmal verstaut. So, Hühner. Haben wir 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist... okay. Ach genau, jetzt muss ich noch ein paar Dinge erwähnen. Das wollte ich eigentlich schon im letzten Part gemacht haben, bin aber durch die vielen Spenden und Geburtstag und so weiter, bin ich da völlig drüber weggekommen. Kämpferinherz hat geschrieben, hier hatte ich ja gesagt irgendwie, oh, was schreiben wir denn da dran, da muss ja irgendwas dran. Und sie schrieb dann irgendwie, ja, schreib doch einfach Bauernhofgebiet. Ja, und ich dachte mir, okay, ja, komme ich auch selber nicht drauf, ne, also... das ist, finde ich, gut. Bauernhofgebiet finde ich gut. Ich würde das aber ein bisschen anders machen wollen. Also, das Wintergebiet ist das Winterwonderland. Würde ich ganz gerne eben so machen. Und hier weiß ich nicht, ob man dann irgendwie Bauernhof oder Hof Tierglück oder sowas schreibt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Können wir ja noch mal ein bisschen drüber nachdenken. So, jetzt schauen wir noch mal Hühner. Da kommen wir gar nicht rein. Hühner? Keine Hühner. Einen Huhn hier irgendwo? Huhn, Huhn, Huhn. Da ist ein Huhn. Seht ihr? Das müsste Nuggets sein, wenn mich nicht alles täuscht. Komm da mal unten vor, sonst kann ich nicht sehen, wie du heißt. Guck mal. Nuggets. Also, ein Huhn haben wir hier. Ja, das ist schon mal ganz gut. Nuggets war ja hier gewesen ursprünglich. Und man könnte jetzt sich denken, so, ja, auch die sind da vielleicht irgendwo im Wasser unterwegs oder so. Nee. Es ging für die meisten, also zumindest für die, die ich gesehen habe. Ich muss dazu sagen, es waren zwei, die ich gesehen habe. Ich hatte ja... vor ein paar Parts hier im Malkontop, hatte ich ja gesagt, haben wir... wir hatten Hanfried, glaube ich, zusammen getroffen, ne? Harald hatte ich hier irgendwo getroffen gehabt. Aber die sind alle weg, ne? Hier ist niemand mehr. Alles weg irgendwie. Und dann dachte ich mir, ja, okay, jetzt gehst du mal gucken, wie das Ganze hier läuft, ne? Ob das... hier hatten wir ja alles weitestgehend freigemacht, ne, und schon zugemacht. Ich gedacht, naja, gehst du halt mal in die Höhle und schaust mal. Die werden wahrscheinlich in die Höhle runtergespült worden sein. Nee, also da sind sie nicht, das kann ich euch schon mal sagen. Aber wir können hier hoch, wir gehen in diese Richtung. Die sind wirklich wortwörtlich über alle Berge. So, müssen gucken, dass wir dann noch die richtigen einsammeln. Wir haben hier noch ein paar andere Hühner. Das ruckelt jetzt natürlich ein bisschen. Ich muss mal eben kurz meinen Ton etwas lauter machen. Weil man Hühner und überhaupt Tiere ja schön hören kann, auch schon vom Weiten, ne? So. Liebe Hühner, ihr seid hier, ich weiß das. Also irgendwo hier in diesem großen Waldabschnitt, auf diesem Berg, sind sie irgendwo. Also zumindest ein paar. Und mir würde es schon um einiges besser gehen, wenn wir erstmal ein paar wieder nach Hause bringen können. So, wir springen nochmal rüber.
Hier haben wir einen Huhn. Hanno! Hanno, bleib hier. Stopp, du bleibst hier. Das ist ein Schweinchen. Schweinchen, das gehört jetzt nicht zu uns. Noch nicht. Hallo, Hanno. Gehst du nach Hause? So, Hanno bringen wir jetzt gleich nach Hause. Ich würde. Ja, komm, wir nehmen das auf uns. Wir nehmen dieses Hin- und Hergelaufe jetzt auf uns. Ich würde die Hühner jetzt erstmal zu den Kaninchen tun, damit sie einen Ort haben, wo sie erstmal gut aufgehoben sind, wo denn nichts passiert und sie nicht abhauen können. Bis wir dann das Gebiet komplett fertig haben und dann eben auch komplett aufmachen. Müssen wir mal gucken, dass wir das in den anderen Gehegen vielleicht etwas anders handhaben. Ja, wo bist du denn? Jetzt komm doch mit. So, genau. Ab zu den Kaninchen. Bei den Hühnern haben wir ja einfach aufgemacht gehabt. Und ich hatte ja im vorletzten Part oder so sind wir ja schon rumgegangen und haben wegen den Barrieren geguckt und geguckt, wie wir das Ganze zumachen. Da müssen wir dann natürlich nochmal weiter hinterher und das alles zumachen, bevor wir dann die Tiere tatsächlich rauslassen. Ich bin davon ausgegangen gewesen, die laufen gar nicht so weit. Aber doch, das ist schon enorm weit. So, einen haben wir. Das heißt, wir haben zwei Hühner. Fehlen noch fünf. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht für jedes hierher laufen müssen. Aber ich denke, das ist besser, wie dass sie weg sind, ne? Gut. Gucken wir weiter. Ich bin ja mal gespannt, ob wir am Ende alle hier finden. In diesem Bereich. Wir könnten hier eigentlich auch schon mal Bäume wegmachen. Dann sieht man ein bisschen besser. Also hier ist irgendwo ein Schaf, das habe ich gehört. Ein Schaf. Da ist ein Schaf. Genau. Ja, aber das Schaf gehört nicht zu uns, also noch nicht. Wir machen ein paar Bäume weg, dass wir ein bisschen besser was sehen können. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Gehörst du zu uns? Nein, gehört nicht zu uns. Ja, das ist ein Huhn, was nicht zu uns gehört. Da ist ein Schweinchen. Da ist ein Ei. Wo ein Ei ist, sind Hühner nicht weit. Aber es könnte das sein, ne? Oh, ein Apfel. Hallo? Ja, du bist ein Huhn ohne Name. Ja. Oh, ich habe gar kein Bett mitgenommen, ne? Ein Huhn, ein Huhn. Hanfred! Hallo, Hanfred! Nein, stopp, hier geblieben. Du kommst jetzt mit nach Hause. So, komm. Ab nach Hause. Wir müssen auch schlafen. Also, dann haben wir Nummer 3. Wie gesagt, wir machen hier einfach mal die Bäume weg. Das geht hier oben sowieso demnächst auch weiter mit Gehegen. Unten drunter, oben drüber. Jetzt ist hier ja die Gruselhöhle, kommt ja hier drunter. Und oben drüber kommt dann ja auch das nächste Gebiet oder eines der nächsten Gebiete. Ich habe auch schon eine Idee. Verrate ich aber noch nicht. So, komm. Komm, komm, komm. Ach, guck mal, hier können wir, glaube ich, reinspringen einfach. Das sollte gehen. Zack. Na komm. Oh, du bist natürlich jetzt. Ah, jetzt. Okay.
Sagen, der ist natürlich jetzt so gelaufen, dass er nicht reinspringen kann. Gut. Jetzt schnell schlafen gehen. Wo habe ich denn mein Bett überhaupt gelassen? Steht das noch hier? Nö, war ja klar. Na gut. Dann holen wir das eben schnell, das packen wir mal ein. Da gehört es ja eigentlich auch hin in die Tasche, ne? Es steht bestimmt hier in der Scheune. Tada. So, also drei Hühner fehlen noch. Vier. Fehlen noch vier Hühner. Also ich muss sagen, das ging jetzt recht fix, ne, dass wir die zwei gefunden haben. Soll ich Nuggets mal mitnehmen oder soll ich Nuggets noch hier lassen? Nuggets, komm mal mit. Wir bringen dich mal eben bei den Kaninchen mit rein. Nicht, dass du am Ende dann wieder weg bist, ne? Wäre irgendwie doof. So. Bisschen beeilen hier. Komm, Nuggets, wir müssen Gas geben. Wir haben noch vier Hühner, die wir suchen müssen. Das ist enorm viel. Zumal ich auch nicht weiß, ne? Wenn die da ganz hinten hingekommen sind, die können überall sein. Also kann schon sein, dass wir ordentlich noch zu suchen haben. Hanno bleibt hier am Eingang stehen. Ich bringe Nuggets mal etwas weiter rein. Okay. Oh, und Hanno kann von mir aus da bleiben. So. Okay. Dann geht's weiter. Suchen wir weiter. Also wie gesagt, in der Höhle ist niemand. Da hatte ich extra nachgeguckt gehabt. Ja. Oh ja, wir machen hier weiter Bäume weg, ne? Ich finde das Kisten für nebenher eigentlich ganz gut hier. Ist das nicht so ganz umsonst, das Rumgeturni hier? Weil das, wenn wir das Gebiet machen, was wir jetzt gerade im Kopf haben, dann brauchen wir hier auch so gut wie gar keine Bäume. So, ein bisschen hören. Ob ich irgendwo ein Hühnchen höre? Im Moment höre ich gar nichts. Nee. Also hier waren wir, ne? Hier hatten wir jetzt ja, war das Hanno? Nee, Hanfred, ne? Du bist wieder das Huhn ohne Name? Ja. Okay. Wir brauchen aber Hühner mit Namen. Vier Stück noch. Ja, bin ich mal gespannt, wo wir denn die anderen finden. So, hier ist es jetzt ziemlich ruhig, ne? Da ist so gar nichts. Ich kann so gar nichts sehen. Hallo? Ist hier irgendwo ein Huhn? Ein Schweinchen, hallo. Ich höre ein Huhn. Aber ich kann nichts sehen, aber ich höre was. Ist nur die Frage, wo kam das her? Von hier unten oder von da oben? Okay, also von hier unten anscheinend nicht. Da müssen wir mal nach oben noch mal gucken. Da höre ich's doch. Da, ein Huhn, aber ohne Name. Okay, also keins von unseren Hühnern. Nee, das ist ein Birkenbaum. Ich habe schon gedacht, oh, das ist auch ein Huhn, aber das war nur ein Birkenbaum. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, ne? In welchem Radius suchen wir? Ich würde jetzt erstmal hier in diese Richtung etwas weitergehen.
um hier nochmal zu schauen, ob hier eventuell irgendwo auch ein Hühnchen ist, aber es sieht jetzt erstmal nicht so danach aus, ne? Müsste gleich mal eben Richtung Resort gucken, damit ich meine Orientierung habe, wo wir hier sind. Ah ja, okay. Wir sind jetzt quasi schon über den Fluss drüber. Ah, so ein bisschen Horchen immer, ne? Ne, hier ist nichts. Also es kann natürlich sein, dass sie jetzt hier irgendwo, ne, sich auch verteilt haben. Also, wie gesagt, die können überall sein, ne? Das ist schon enorm viel, was wir hier absuchen müssten. Ich würde gerne in die Richtung nochmal gehen. Ich glaube einfach, dass die da am ehesten zu finden sind. Weil eben die anderen beiden schon hier waren. Und das waren ja, wie gesagt, Hanno und Hanfred. Harald weiß ich, dass der in dieser Richtung unterwegs war. Nuggets war ja so der Einzige, der so in die andere Richtung unterwegs war. Also so scheint es zumindest. Ich weiß noch nicht, wie weit die sich da in die Richtung verteilt haben. Müssen wir schauen. Sonst fliege ich das Ganze aber auch offscreen nochmal ab und guck mal, wo die hin sind. So, wir machen uns hier nochmal ein bisschen mehr Sicht. Die Stöcker und so, was darunter fällt, ist jetzt nicht so wichtig für uns. Das brauchen wir nicht. Da haben wir genug von. Das ist wirklich toll. Hühner suchen und das nächste Gebiet schon mal vorbereiten. So. Sind wir jetzt hier? Oh, guck mal, ein Huhn. Lisbeth! Hey, was machst du denn ganz hier? Ganz hier! Komm, 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 Lisbeth! Komm. Ja, du kommst da nicht runter, ne? Ja, warte, warte. Da ist noch ein Huhn da unten. Schaut mal. Da ist noch eins. Wir gucken mal, wer das ist. Kennen wir dich? Jetzt muss ich da runterspringen. Nee, dich kennen wir nicht. Bist du ein Freund von Lisbeth? Wahrscheinlich, ne? Mhm, genau. Okay, so, wir gehen nach Hause. Hallo, Schweinchen. Komm. Los geht's. Wir gehen schnell nach Hause. Bringen wir eben Lisbeth weg. Lisbeth, Lisbeth, wie heißt du? Lisbeth heißt du, ne? Und dann suchen wir das nächste. Also ich finde, das war doch jetzt ganz erfolgreich, ne? Das ging jetzt auch eigentlich. Jetzt haben wir noch drei Hühner, die uns fehlen. Folgst du mir? Na komm, wir müssen jetzt da ins Kaninchengehege. So. Och, Lisbeth folgt ganz brav, das ist schön. Aber wenn wir hier die Bäume zum Großteil weg haben, dann kommen wir hier auch besser durch. Komm. Los. Na komm. Ja. Dann können wir hier gleich reinspringen. Komm her. So, du bleibst da. Ich habe doch eine behutsame. Dann würde ich mich hier einfach mal. Nein, das war die glückliche. Nein, ich habe die falsche benutzt. Oh, also manchmal, manchmal, ne? Wirklich, ganz ehrlich. Ich mache jetzt einfach Erde hin. Haben wir einen Eingang? Ah.
So. Ja, Lisbeth war jetzt ja nun ziemlich weit hinten. Dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir gleich wieder ziemlich weit nach hinten kommen. Vielleicht jetzt mal so ein bisschen in diese Richtung. Also so hier in diesen Abschnitt hier. So. Vielleicht ist hier noch ein Huhn hingekommen. Lisbeth war ja nun auch ziemlich weit, ne? Ziemlich weit hinten. Und das ist hier so ein bisschen am Malkontob dran. Und da hatte ich ja Harald gefunden. Und Harald haben wir ja noch überhaupt nicht gesehen hier, ne? Jetzt höre ich aber auch wieder gar keine Huhn. Nichts, überhaupt nichts. Ja. Also hier wäre es eben auch gut möglich, ne? Das ist ein Kaninchen. Ne, Kaninchen suchen wir jetzt eigentlich keins. Hier hatten wir Laub weggemacht. Ja, das war da, wo wir die Mauer weitergemacht haben. Ich renne jetzt hier mal eben so ein bisschen durch. Da haben so einige Sachen irgendwie einen Schnitt abbekommen hier, ne? Das sieht hier komisch aus. Machen wir einfach weg. Hallo. Ein Huhn hier irgendwo. Ich schlafe mal eben, damit es hell wird. Und dann suchen wir hier noch mal ab. Da ist wieder ein Kaninchen. Aber ein Huhn ist hier nirgendwo. Da auch nicht. Naja, wir werden dann wahrscheinlich nicht darum rumkommen, dann auch nochmal in die andere Richtung zu gehen und dort zu suchen. Aber ich finde eigentlich, das ist schon ziemlich weit weg, oder? Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit Hühner rumlaufen. Also wie die sich verteilen. Das auch noch nie gehabt, dass ich Tiere wieder zusammensuchen musste. Dich komplett weg und dann schauen wir hier weiter. Nö. So, nehmen wir den Baum hier noch eben mit. Und dann würde ich jetzt erstmal wieder Richtung Resort gehen. Der Part ist ja nun auch schon wieder zu Ende. Da ist doch das Huhn, das Huhn, was bei Lisbeth dabei war. Genau. Okay. Also. Die ist ja nun schon ziemlich weit weg gewesen, ne?
Also ich finde, da ist die Wahrscheinlichkeit dann doch recht groß, dass die sich dort viel verteilt haben, ne? Und eventuell auch in anderen Richtungen dann eben unterwegs waren und sich da verteilt haben. So, ist hier oben noch. Da ist ein Schaf und ein Schwein. Aber kein Huhn mehr. Ist nur das eine noch um den Namen. Da sehe ich gar nichts. Ne. Habe ich da gerade was gesehen oder war das wieder nur so ein Birkending? Das war wieder nur ein Birkenbaum, ne, den ich gesehen habe. Gedacht habe, das könnte irgendwas sein. Da, guckt mal, da ist doch ein Huhn. Aber ich glaube, hier waren wir auch schon. Und das ist wieder ein Huhn ohne Name, genau. Ja, leider keins von unseren. Aber da hinten ist auch noch eins. Es könnte aber auch eins ohne Name sein. Ihr verwirrt mich. Ja, auch eins ohne. Also, ja. Ich glaube, dass wir vielleicht dann tatsächlich nochmal die andere Richtung absuchen sollten. Dass die sich vielleicht da irgendwo noch aufhalten. Das nehmen wir noch weg hier. Ja, hier ist auch niemand. Hier waren wir, glaube ich, auch schon, genau. Da hatten wir auch schon geguckt. Ich würde jetzt hier hinten nochmal eben einmal lang und dann den Bogen zum Resort zurücklaufen. Und gucken, ob wir was hören. Ein Huhn hören? Nein. Hallo? Niemand da? Sag, ich bin schon echt schockiert, wie weit diese Hühner offensichtlich gelaufen sind. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt zurück und suchen dann im nächsten Part weiter. Hier sind wir jetzt schon hinter den Eisbären. Aber auch hier ist so nichts, ne? Das wäre aber auch schon wirklich weit weg, ne? Hier lang. Also da nach hinten kann ich ja noch nachvollziehen, aber hierher glaube ich, das ist zu weit. Eventuell noch in die Richtung, dass wir da dann tatsächlich nochmal schauen, also halt in die Richtung da, weil das schon ja naheliegender ist, wie eben in die Richtung. Okay, also ein paar Hühner haben wir ja gefunden. Dann würde ich jetzt den Part beenden. Im nächsten gucken wir dann nochmal, ob wir noch ein paar andere Hühner finden. Mal schauen. Vielleicht fliege ich nochmal rum und guck mal, dass wir ungefähr die Richtung wissen. Mal schauen, ob ich überhaupt welche finde. Mal gucken. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.